Hallo an alle, ihr schaut den Kanal Unglaubliche Fakten. Unbemannte Kampffahrzeuge sind Robotersysteme, die für militärische Operationen entwickelt wurden, um verschiedene Kampfaufgaben zu erfüllen, ohne Menschenleben zu riskieren. Diese Fahrzeuge sind mit Sensoren, Kameras und Waffen ausgestattet, sodass sie zur Aufklärung, Überwachung, Zielerfassung und sogar zum direkten Kampf eingesetzt werden können. Kampf-UGVs können autonom operieren oder von menschlichen Bedienern ferngesteuert werden, was taktische Vorteile wie ein verbessertes Situationsbewusstsein, einen geringeren Personalbedarf und eine höhere Feuerkraft auf dem Schlachtfeld mit sich bringt. Sie spielen eine entscheidende Rolle in der modernen Kriegsführung, da sie die traditionellen bemannten Kräfte ergänzen und neue Fähigkeiten für Einsätze in schwierigen Umgebungen bieten. Heute möchten wir euch die 10 besten unbemannten Kampffahrzeuge der Welt vorstellen. Robust. Der Robotic Autonomous Sense and Strike Robust ist ein unbemanntes mittleres robotisches Kampffahrzeug, MRCV, das vom israelischen Verteidigungsministerium in Zusammenarbeit mit der israelischen Sicherheitsindustrie unter Führung von Elbit Systems entwickelt wurde. Das unbemannte Mehrzweck-Bodenfahrzeug ist mit fortschrittlichen Robotertechnologien ausgestattet, um die autonomen Kampffähigkeiten der israelischen Verteidigungsstreitkräfte in jedem Gelände und bei jedem Wetter zu erweitern. Das Robust MRCV ist ein fortschrittliches, tödliches 6x6 Mehrzweck-UGV mit fortschrittlichen Manövrierfähigkeiten und der Fähigkeit, verschiedene und schwere Missionslasten zu transportieren, sowie einem integrierten System für den Transport und die Aufnahme unbemannter Luftfahrzeuge. Das unbemannte Turmsystem Mate 30 für das Robust UGV kann mit einer 30mm Maschinenkanone und einem 7,62 mm Koaxialmaschinengewehr bewaffnet werden. Das Fahrzeug kann auch mit einem Raketenwerfer von Israel Aerospace Industries und Spike-Lenkraketen von Rafael Advanced Defense Systems bewaffnet werden. Der Robust nutzt das aktive Schutzsystem Iron Fist sowie Feuerleit- und Missionsmanagementsysteme von Elbit. Themis. Themis ist ein unbemanntes, kettengetriebenes Bodenfahrzeug, das für eine Reihe militärischer Aufgaben und zur Unterstützung von Infanterieeinsätzen konzipiert ist. Das UGV wurde von Milrim Robotics, einem in Estland ansässigen Entwickler von Robotik und autonomen Systemen, mit Unterstützung des estnischen Verteidigungsministeriums entwickelt. Die Themis UGVs sind in 16 Ländern im Einsatz, von denen 8 NATO-Mitglieder sind. Estland, Frankreich, Deutschland, die Niederlande, Norwegen, Spanien, das Vereinigte Königreich und die USA. Das Mehrzweck-Infanteriesystem kann mit Waffen wie Panzerabwehrraketen, Maschinengewehren und ferngesteuerten Waffenstationen zur Bekämpfung leichter gepanzerter Fahrzeuge ausgerüstet werden. Die Themis-Variante ADA ist mit dem SD Kinetics entwickelten ADA-RCWS ausgestattet. Die ADA-Waffenstation ist unter anderem mit einem 7,62 mm Allzweckmaschinengewehr, einem 12,7 mm Maschinengewehr, einem automatischen 40 mm Granatwerfer und einem CIS-50MG Maschinengewehr kompatibel. Das unbemannte Fahrzeug kann mit einer Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern fahren und bis zu 8 Stunden durchhalten. MUTT. Das unbemannte Bodenfahrzeug Multi-Utility Tactical Transport MUTT wird von General Dynamics Land Systems angeboten, um die Kampfkraft zu erhöhen und gleichzeitig die Belastung der Soldaten zu verringern. Das Fahrzeug soll den abgesessenen Infanterieeinheiten in jedem Einsatzumfeld Ausdauer, Intelligenz, Überwachung, Zielerfassung und Aufklärung sowie Letalität bieten. Das MUTT-UGV kann Waffen tragen, die eine hohe Letalität und verbesserte Überlebensfähigkeit bieten. Die bewaffnete Variante, genannt Weaponized MUTT, kann mit einer ferngesteuerten Waffenstation ausgestattet werden, die eine Javelin-Panzerabwehrrakete, ein 12,7 mm Maschinengewehr, ein rückstoßfreies M4 Carl Gustav Gewehr und Ersatzmunition trägt. Die Raupenvariante bietet eine maximale Reichweite von 97 km, während die Radkonfiguration eine Reichweite von 58 km hat. Es bietet eine erhöhte Mobilität und größere Ausdauer für abgesessene Infanterieeinheiten. Sowohl Raupen- als auch Radvarianten des UGV können an Land und im Wasser eingesetzt werden. Barkan. Der Barkan ist ein unbemanntes Bodenfahrzeug der mittleren Klasse, Level 1, das zum Inventar der türkischen Streitkräfte gehört. Es ist die erste Umsetzung von Halvezan's Konzept der digitalen Truppen.
Nach umfangreichen Feldtests wurde Barkhan Ende 2023 offiziell in die Ausrüstungsliste der Streitkräfte aufgenommen. Barkhan hat seine außergewöhnliche Leistungsfähigkeit in schnee- und schlammbedeckten Gebieten unter Beweis gestellt und seine Fähigkeit bewiesen, unter unterschiedlichen und schwierigen geografischen Bedingungen zu operieren. Das Fahrzeug ist für die Bewältigung asymmetrischer Bedrohungen durch Sicherheitskräfte sowie schwieriger Gelände- und Wetterbedingungen ausgelegt. Es erhöht die Effektivität von Kampfeinsätzen, insbesondere bei hochriskanten militärischen Missionen. Der Barkhan wurde für Szenarien entwickelt, die Agilität erfordern und bietet fortschrittliche Sicherheitslösungen. Mit einer Geschwindigkeit von über 13 Stundenkilometern und einer Einsatzdauer von mehr als 5 Stunden wird die Leistung von Barkhan durch seine Anpassungsfähigkeit an 5 verschiedenen Konfigurationen weiter gesteigert. Dazu gehören Kampfunterstützung mit RCWS, ein 40mm Granatwerfersystem, einen Roboterarm sowie Fracht- und Kasewak-Konfiguration, die seine Vielseitigkeit und Mehrzweckfähigkeiten unter Beweis stellen. Ironclad. Am 21. September 2023 begannen die ukrainischen Streitkräfte mit dem Feldtest des unbemannten Bodenfahrzeugs Ironclad. Dieses vielseitige OGV wird eine Reihe von Kampfeinsätzen durchführen, darunter die Erstürmung feindlicher Stellungen, Aufklärungsoperationen und die Bereitstellung militärischer Feuerunterstützung. Im Mittelpunkt seiner Fähigkeiten steht das Shablia M2 Kampfmodul, das mit einer Wärmebildkamera für ein verbessertes Situationsbewusstsein ausgestattet ist. Das Modul kann sich um 360 Grad drehen und hat eine Reichweite von 5 Kilometern für die Erkennung von Objekten und 1,8 Kilometer für die Erkennung von Personen. In der 4x4 Konfiguration erreicht er eine Höchstgeschwindigkeit von 20 Stundenkilometer auf der Straße und 10 Stundenkilometer im Gelände und hat eine Fernsteuerungsreichweite von 5 Kilometern. Die gepanzerte Panzerung des UGV bietet Schutz gegen Kleinwaffenbeschuss bis hin zu 7,65 mm panzerbrechenden Geschossen. Das Ironclad UGV kann ferngesteuert werden, autonom operieren oder sich nahtlos in andere Systeme integrieren, was seine Anpassungsfähigkeit in verschiedenen Kampfszenarien erhöht. Ein entscheidender Vorteil eines knickgelenkten Fahrgestells, wie es beim Ironclad zum Einsatz kommt, ist die außergewöhnliche Manövrierfähigkeit, die auf die Fähigkeit zurückzuführen ist, einen engeren Wendekreis zu erreichen. Alpa. Das türkische Unternehmen Otokar stellt auf der IDEF 2023 das unbemannte Bodenfahrzeug Alpa UGV vor. Das Fahrzeug soll die Anforderungen der türkischen Streitkräfte an robotische und unbemannte Bodenfahrzeuge erfüllen und sowohl mit bemannten als auch mit unbemannten Systemen auf dem Schlachtfeld eingesetzt werden können. Die Alpa-Fahrzeugfamilie umfasst folgende Versionen: gepanzertes Kampffahrzeug, Panzerabwehrfahrzeug, UAV-Abwehrfahrzeug, Aufklärungsfahrzeug, Logistikfahrzeug und Kommunikationsrelaisfahrzeug für UAVs. Das Fahrzeug hat einen Hybrid-Elektroantrieb und kann völlig geräuschlos fahren. Die Höchstgeschwindigkeit des Alpa liegt bei 70 Stundenkilometer und seine Reichweite beträgt 500 Kilometer. Das Fahrzeug kann autonom operieren und von einer zweiköpfigen Besatzung, dem Fahrer und dem Kommandanten, Schützen bis zu einer Reichweite von 5 Kilometern ferngesteuert werden. Das Kampffahrzeug ist mit einem modularen Turm bewaffnet, der die Montage von Geschützen unterschiedlichen Kalibers sowie den Einsatz von Panzerabwehrraketen ermöglicht. Ripsaw M5. Der Ripsaw M5 ist ein robotergestütztes Kampffahrzeug, das von dem Team Ripsaw entwickelt wurde, das aus Textron Systems, Hohe & Hohe und Fleur Systems besteht. Das Fahrzeug basiert auf einem Raupenfahrgestell und kann von einem 1500 PS starken Benzinmotor oder einem 1000 PS starken Dieselmotor angetrieben werden, der mit einem Allison Automatikgetriebe gekoppelt ist. Der Ripsaw M5 ist mit einem Protector Mittelkaliber Turm 30 ausgestattet, der mit einer 30 oder 40 mm Bushmaster Kanone und einem 7,62 mm Koaxial Maschinengewehr bewaffnet werden kann. Die automatische Kanone wird durch ein gliederloses Munitionshandhabungssystem gespeist. Der M5 RCV kann auch mit einer Javelin Panzerabwehrlenkwaffe, einem 12,7 mm Maschinengewehr M2, einem 7,62 mm Maschinengewehr M240 oder einem automatischen 40 mm Granatwerfer MK19 ausgerüstet werden. Das Fahrzeug ist so konzipiert, dass es in allen Geländearten eingesetzt werden kann, einschließlich Wüste, Schnee, Hügel und unebenem Gelände. Die Federung wird von einer gummierten D-förmigen Panzerkette, 2 Zahnrädern, 3 Umlenkrollen und 5 Straßenrädern getragen.
Er kann eine Höchstgeschwindigkeit von 72 Stundenkilometer erreichen. Typ X. Das Robotic Combat Vehicle, RCV, des Typ X ist ein neues unbemanntes Schützenpanzerfahrzeug, das die Anforderungen der Streitkräfte weltweit in Bezug auf mehrere Missionen erfüllen soll. Milrim Robotics, ein in Estland ansässiger Anbieter von Robotiklösungen, entwickelt das Type X-Fahrzeug, um die Zahl der Soldaten auf dem Schlachtfeld zu verringern. Es eignet sich ideal für die Durchführung von Missionen in gefährlichen Situationen, wobei die erforderliche Anzahl von Soldaten aus der Gefahrenzone ferngehalten wird. Das Waffensystem kann mit einer Reihe von 25mm und 30mm Mittelkaliberkanonen wie der M242 Bushmaster Kanone, der 230LF oder der Nexstar M811 ausgestattet werden. Das System ist auch mit Panzerabwehrraketen wie Alcotan, MMP, Javelin oder Spike kompatibel und bietet so ein Höchstmaß an Schutz. Das Typ X Kampffahrzeug wird durch ein dieselelektrisches Antriebssystem angetrieben, das einen JP8 Dieselmotor und voll aufgeladene Batterien umfasst. Die Gummiraupen bieten eine verbesserte Mobilität und ein verbessertes Fahrverhalten in schwierigem Gelände. Es hat eine Reichweite von ca. 600 km. HDT Hunter Wolf. Der Hunter Wolf, Wheeled Offload Logistic Follower, ist ein unbemanntes Bodenfahrzeug, das von HDT Global entwickelt wurde, um die Logistikanforderungen der US-Armee zu erfüllen. Das UGV kann mit einer ferngesteuerten Waffenstation ausgestattet werden, die ein 7,62 mm Maschinengewehr M240B, ein Allzweckmaschinengewehr M134 und ein Maschinengewehr vom Kaliber M2.50 aufnimmt. Das Fahrzeug kann optional mit Panzersätzen zum Schutz gegen Geschosse bis zu 12,7 mm ausgestattet werden. Das Fahrzeug ist mit einem JP8 Elektrohybrid-Antriebsstrang ausgestattet, der eine Spitzenleistung von 130 PS entwickelt. Der Antrieb ermöglicht einen geräuschlosen Antrieb und eine geräuschlose Überwachung des Fahrzeugs. Das UGV wird mit einer drahtlosen Handfernbedienung mit Pistolengriff und Daumensteuerung bedient. Das Fahrzeug fährt mit einer Höchstgeschwindigkeit von 32 Stundenkilometern und kann mit einer Standard-Militär-Schleppstange mit einer Geschwindigkeit von 80 Stundenkilometern gezogen werden. Es hat eine Reichweite von 100 km ohne Treibstoff und eine maximale Ausdauer von 72 Stunden. Es kann Steigungen und Gefälle von 30 Grad überwinden und eine maximale Tiefe von 60 cm durchqueren. Shadow Rider. Das unbemannte Bodenfahrzeug Shadow Rider wurde entwickelt, um als Kraftverstärker auf dem Schlachtfeld zu dienen. Es wird vom türkischen Anbieter gepanzerter Fahrzeuge FNSS hergestellt. Das UGV ist mit einem auf künstlicher Intelligenz basierenden Autonomiepaket, Entscheidungsunterstützungssystem, einem Sensoranzug und System zur Position und Situationserkennung ausgestattet. Die Feuerunterstützungsvariante, die ein bewaffnetes Fahrzeug ist, verfügt nicht über eine autonome Feuerkapazität und ermöglicht es dem Richtschützen, am Entscheidungsprozess teilzunehmen. In der Kampfkonfiguration des Fahrzeugs ist ein unbemannter ferngesteuerter 25mm Turm integriert. Das in den Shadow Rider integrierte Autonomie-Kit wurde von NFNS entwickelt. Es bietet verschiedene Fahrmodi, darunter Patrouille, Verfolgen des Anführers und Verfolgen und Zurückkehren zur Basis. Es bietet mehrere Schutzschichten, um die Sicherheit bei Einsätzen zu gewährleisten. Das unbemannte Fahrzeug kann eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 50 Stundenkilometern erreichen und eine Reichweite von mehr als 450 Kilometern haben. Es kann eine maximale Steigung von 60% bewältigen und Steigungen von bis zu 30% überwinden. Das war's, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, welches der unbemannten Kampffahrzeuge euch am besten gefallen hat. Klickt außerdem auf den Gefällt mir-Button und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine neuen interessanten Videos mehr verpasst.